Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Sehr schön. Gut, dann darf ich Sie im Namen der Firma Rohr noch einmal ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Herbert Pfeiffer und ich werde Ihnen heute ein paar Dinge über unsere neue Spoolmaster Version 6.3 erzählen und dann auch eine kleine Live-Demo machen zu einem Thema, das in letzter Zeit interessanterweise wieder öfters auftaucht bei unseren Kunden. Und das ist, ich sage mal, auf spezielle Eigenheiten von Druckern einzugehen. In dem Fall werde ich vor allem die Ladensteuerung oder Fachsteuerung, wie man sagt, kurz konfigurieren und noch ein paar Worte sagen zu anderen Spezialfunktionen, die man so brauchen könnte. Aber zunächst ein paar Worte zu unserer neuen Version Spoolmaster 6.3. Ja, die letzte Version war Spoolmaster 6.2 mit PTF 3 respektive PTF 4 und bei den Versionen haben wir immer vor allem eine Konzentration auf interne Verbesserungen in unserem Source Code und in unseren Modulen und diese internen Verbesserungen sind dann Voraussetzungen für Funktionserweiterungen, die meistens dann mit den kumulativen PTF-Paketen von einem Stand ausgeliefert werden. Das heißt, im Spoolmaster 6.3 sieht man jetzt von außen als User keine extrem großen Änderungen, aber es gibt eben wichtige Neuerungen trotzdem, die auch für die Zukunftssicherheit des Spoolmasters dann wieder sorgen. Ein paar Dinge haben wir gemacht im Bereich E-Mail-Versand. Da gibt es immer wieder Neuerungen, die Mail-Server benehmen sich immer wieder ein bisschen anders. Die Spam-Filter werden immer wieder ein bisschen strenger. Ich erwähne es immer wieder, dass es gerade im Bereich E-Mail-Versand wichtig ist, auf einem aktuellen Stand zu bleiben. Unter 6.3 haben wir auch die Kommunikation mit dem Mail-Server noch etwas verbessert. Darum sei das hier erwähnt. Dann natürlich der große Themenbereich OSW 107.5. Also da haben wir die ersten Maßnahmen dafür ergriffen sozusagen. Getestet ist die Spoolmaster-Version aber auch bis eben 6.2 PTF 3 für OSW 107.5 und ich glaube auch schon länger auf der Homepage freigegeben offiziell. Nichtsdestotrotz steht der Spoolmaster 6.3 auch für sehr alte Betriebssystemversionen noch zur Verfügung. Also im Moment geht es noch runter bis 6.1. Das ist für uns wichtig. Wir haben ein paar internationale Kunden, die noch auf etwas älteren Ständen sind. Und da ist es eben wichtig für uns, dass wir auch denen eine möglichst aktuelle Version zur Verfügung stellen können. Wir werden aber vermutlich bald, wahrscheinlich mit dem nächsten kumulativen PDF-Paket, schon die ganz alten Versionen dann streichen. Ich weiß nicht, ob wir dann bis 7.1 runterkommen oder bis 7.2, das kann ich noch nicht sagen. Aber diesbezüglich wird es natürlich irgendwann, muss man da ein bisschen höher gehen. Im Moment geht es aber eben dann von OSW 106.1 bis OSW 107.5, diese Spoolmaster Version 6.3. Und ein bisschen größere Erweiterungen, die ich jetzt nur kurz erwähnen möchte. Ich schätze, dass dazu wahrscheinlich mal ein eigenes Webinar geben wird, wo ich diese Funktionen dann zeigen möchte, ist im Bereich SPM-Feld. Also das SPM-Feld ist eine Funktion, die habe ich bei einem vorhergehenden Webinar schon mal angewendet, um in einem Formular Zeichenketten zusammenzubauen aus Spooltexten und aus Fixtexten. Und das wurde dann in einen QR-Code, der für automatische Zahlung verwendet werden kann, gestopft. Und dieses SPM-Feld gibt es jetzt in vielen verschiedenen Modulen und an vielen verschiedenen Orten. Also man wird das dann verwenden können, um Informationen von einer Seite auf die nächste zu ziehen oder sogar von einem Spool ins nächste oder von der Ablaufsteuerung ins Formular und solche Dinge. Wie gesagt, sei nur erwähnt, das gibt es jetzt unter Spoolmaster 6.3, das ist wieder eine sehr mächtige Funktion. Details dazu möchte ich wahrscheinlich in einer eigenen Veranstaltung dann nochmal herzeigen. So, aber jetzt genug zur Theorie, jetzt wollen wir ein bisschen Praxis sehen. Und zwar, wie gesagt, es hat mich etwas gewundert, das Thema Lade- oder beziehungsweise Papierfach. Also wir verwenden das Synonym
Das manchmal bei manchen Kunden sorgt das kurz für Verwirrung. Also wenn ich von Druckerlade spreche, meine ich dasselbe, wie wenn manche Leute vom Papierfach sprechen. Hier haben wir einen Drucker, 1, 2 Laden oder 1, 2 Fächer. Und natürlich, wenn man die ansprechen will, hat man in diesen Fächern eben unterschiedliche Papiersorten. Ja, wie gesagt, es hat mich etwas verwundert, weil grundsätzlich ist das Thema in den letzten Jahren viel, viel seltener aufgetaucht. Das liegt wohl daran, dass immer mehr Kunden auf E-Mail-Versand umstellen oder gar kein Firmenpapier mehr vorgedruckt haben, sondern mittlerweile einfach farbig die Logos mit dem Spulmaster aufs weiße Papier drucken. Und doch, in letzter Zeit gibt es wieder viele Kunden, die anfragen und die Probleme haben mit den Fächern, die offensichtlich, weiß ich nicht, ob die zurückgehen auf vorgedrucktes Papier oder ob die das immer hatten und jetzt gerade die Druckermodelle austauschen. Auf jeden Fall gibt es ständig Anfragen, ja, dieser Drucker XY, ich kann nicht am vierten Fach drucken, ich kann nicht am zweiten Fach drucken. Und darum möchte ich das jetzt kurz herzeigen. Die Theorie hier werde ich dann später noch ein bisschen näher erläutern. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Praxis sehen. Also, wir haben hier die Spulmaster Jobs und haben einen aktiven Spulmaster Job auf der AudioSBM Demo. Und wenn ich da reinschaue, sehe ich eine Menge Spools. Und diese Rechnung, die hier ist, die hätte ich gerne dann auf Firmenpapier gedruckt. Jetzt gebe ich die mal frei, ohne irgendwas weiteres zu machen und schaue, was passiert, wenn ich die mal jetzt einfach so ausdrucke. Ja. Drucker muss sich ein bisschen vorwärmen, wie das so bei einem Laserdrucker üblich ist. Dann kommt er und druckt mir die Rechnung jetzt aufs weiße Papier. Schauen wir mal, ob man das eigentlich sieht. Wenn ich die Kamera halte. Einfache Rechnung, nur weißes Papier ohne Logo. Gut, also im Moment schimpft man noch nicht, dann schauen wir doch mal nach, was da für ein Papier drinnen ist. Fach 1, ja, weißes Papier. Fach 2, Firmenpapier. Ich habe da ein, manche kennen die Firma vielleicht noch, vielleicht sieht man es, ein altes Firmenpapier, ein bisschen Nostalgie muss sein. Und auch das hätte ich halt gerne. Ja, da ist da die Druckerpaste knurrt schon wieder. So, ja, passt. Papier eingelegt. Okay, aber das heißt, wenn das richtig konfiguriert wäre, wäre es jetzt vielleicht schon aus dem Fach 2 gekommen. Naja, schauen wir uns die Konfiguration mal an. Das mache ich auf der grafischen Oberfläche. Für die, die es noch nicht gehört haben, nochmal erwähnt, alle Dinge, die ich jetzt hier zeige, kann man sowohl am Greenscreen als auch auf der grafischen Oberfläche konfigurieren. Ich verwende bei den Webinaren gern beides wechselweise, einfach damit man beides ein bisschen gesehen hat. Das heißt, genau das, was ich jetzt mache, würde am Greenscreen genauso gehen. Und diese Spulmaster-Jobs und das, was ich hier gemacht habe, würde auch auf der grafischen Oberfläche gehen. Okay, also zur Konfiguration. Wir haben hier unsere SPM-Demo und die Sequenz 10 ist gleich für die Spuldateien mit dem Namen Rechnung zuständig. Und hier ist ein Befehl hinterlegt. Der verwendet da offensichtlich nur ein einfaches Formular und die Zielausgabe-Warteschlange, sodass aus der originalen AudQ dann auf diesen Drucker geschoben wird. Eine einfache mögliche Konfiguration, aber hier ist keine Lade angegeben. Ja, dann schauen wir uns die Parameter mal an. Wo haben wir denn die Lade? Ja, das ist hier, Drawer None. Und das ist auch unser Default-Wert. Wenn Sie im Spulmaster nichts konfigurieren, dann wird der Drucker keinen Ladenbefehl erhalten, sprich, der druckt das Spulfile dann auf seiner Default-Lade, die halt in den Einstellungen, in den Druckereinstellungen festgelegt sind. Okay, hier wollen wir jetzt aber keinen Default-Drucker, sondern wir hätten gerne das Papierfach 2. Hier das Papierfach 2 einzutragen, ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie ich im Spulmaster das Papierfach festlegen kann. Ich werde mal alle kurz aufzählen. Also eben in der Ablaufsteuerung direkt angeben. Dann gibt es die Möglichkeit mit Stern Same das aus dem Spuldateiattribut zu übernehmen. Das heißt, so viel wie die Applikation entscheidet das bei der Erstellung des Spulfiles, entscheidet eben aus welcher Lade dann das Papier gezogen werden soll. Sie können es aber auch noch auf weiteren Ebenen machen, und zwar allein im Formular an zwei verschiedenen Orten. Ich kann es im Start des Formulars für das ganze Formular festlegen
oder mit einem Befehl noch anhand des Pull-Textes nachschauen. Also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht steht meine Firmennummer drin, Firma 1, dann nimm es aus der Lade 1, Firma 2, nimm es aus der Lade 2. Ganz einfacher Fall. Das ist, wenn ich alle Rechnungen von Firma 1 und 2 in einem Spool drucke, ist das zum Beispiel nötig. Gut. Bei meinem Beispiel jetzt aber würde ich hier die Lade 2 direkt eintragen und schauen, was passiert. Ob jetzt vielleicht, geben wir es wieder frei, der Druck schon aus der richtigen Lade erfolgt. Braucht wieder zum Aufwärmen. Ich sage gleich voraus, es wird natürlich noch nicht die richtige Lade sein. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr sehen. Tatsächlich wieder weißes Papier. Okay. Warum ist das so? Naja, dazu braucht man ein bisschen Hintergrundwissen. Ich zeige das vielleicht hier wieder am Greenscreen her. Also der Drucker spricht unser PCL5 diese Laden sehr wohl auch mit Nummern an. Aber es ist nicht fix festgelegt, dass die physische Lade 1 wirklich die PCL-Laden Nummer 1 hat und auch die Lade 2 hat eben nicht unbedingt Laden Nummer 2. Wenn man bei uns in die also in die Tools schaut, gibt es eben PCL-Ladennummern zuordnen. Und hier sieht man die Konfiguration, die wir ausliefern. Und das ist eine sehr übliche Konfiguration auf PCL5-Druckern eigentlich. Nämlich die physische Lade 1 hat den PCL-Code 1. Dann gibt es die manuelle Lade. Die hat oft den PCL-Code 2 und 3. Einer davon heißt, nimm es einfach aus der manuellen Zufuhr, die ist da vorne. Und der andere Code heißt, nimm es aus der manuellen Zufuhr, aber der User muss noch vorher bestätigen drücken. Ja, und dann geht es meistens weiter. Die physische Lade 2 ist dann der Code 4, 3 ist 5. Und spannend wird es dann bei höheren Laden, so ab Lade 4, da beginnen viele Drucker dann tatsächlich schon irgendwie bei 20 oder bei noch höheren Zahlen. So. Und jetzt gibt es eben, also nachdem das jeder Drucker anders macht, kann das sehr nervenaufreibend sein, das richtig einzustellen. Und darum haben wir im Spoolmaster eine Konfiguration, die das sehr komfortabel macht. Ja? Und zwar kann man eben hier eintragen, das ist die allgemeine Konfiguration, die gilt für alle Drucker und dann kann ich es auf OutQ-Ebene auch noch machen. Aber jetzt stellt sich eben die große Frage, woher weiß ich denn, welchen PCL-Code der Drucker haben will? Und auch dafür haben wir ein Tool, eigentlich sogar zwei. Also das Einfachere für diesen Zweck ist eigentlich, das ist auch mit 639 PCL-Ladennummern feststellen. Da kann ich dem Drucker einfach mehrere Codes schicken. Ich schicke mal 1 bis 4. Und er wird mir dann das Papier aus den verschiedenen Fächern drucken und wird mir sagen, welchen PCL er dafür verwendet hat. Und schon kann ich diese Konfiguration hier komfortabel durchführen. Okay, da kommt eins raus, dann fiebt er. Warum fiebt er? Naja, weil er jetzt eben den PCL-Code gekriegt hat, dass er aus der manuellen Lade drucken soll. Das ist für diesen Test, wir wollen für die manuelle Lade nicht feststellen, aber ich könnte jetzt sagen, ich leite das um oder ich gebe ihm halt was, einfach damit er da quasi das mal macht. Okay. Und dann habe ich hier die ausgedruckten Seiten und siehe da, eine davon ist mein Firmenpapier. Ja. Und jetzt brauche ich nur eben hier nachschauen, welchen PCL-Code er verwendet hat. Das hat das Spoolmaster draufgeschrieben. Und da steht, diese Lade hat PCL-Nummer 1. Also äußerst spannend. Wieder so eine typische Verrücktheit eines Druckers. Wir haben da auch nichts umgestellt beim Drucker oder so. Der PCL-Code, um auf die physische Lade 2 zu kommen, ist hier auf diesem Drucker die Nummer 1. Ja, und auf die Lade 1 ist wahrscheinlich dann die Default-Lade. Wahrscheinlich ist hier, wenn man keine schickt, und hier 1, ich weiß es nicht genau. Für uns ist jetzt nur wichtig zu wissen, wenn wir die Lade 2 haben wollen, müssen wir eben den PCL-Code 1 schicken. Das könnten wir in der Ablaufsteuerung direkt machen, aber besser ist es natürlich, hier die richtige Lade einzustellen, weil ich kann das dann ja in mehreren Konfigurationen verwenden. Naja, wie mache ich das? Genauso wie ich es hier gehabt habe. Wenn die Lade 2 ist, möchte ich Code 1 schicken und zwar auf meinem Rico
der sich in der Standardbibliothek für Outcues befindet. Ja, genau für den ist das jetzt konfiguriert. Schauen wir mal, ob es jetzt tut. Und tatsächlich, jetzt haben wir das gewünschte Ergebnis. Jetzt haben wir den Ausdruck aus unserer Lade 2, das ist die Rechnung, ist jetzt wie gewünscht auf Firmenpapier. Ja, es sei noch erwähnt, wie gesagt, manchmal ist es etwas mühsam, weil wenn man viele Laden hat, können die PCL-Codes sehr hoch werden. Man kann natürlich hergehen und einfach mal den Code 1 bis 100 schicken. Ist es auch nichts Tragisches. Aber man kann sich sogar die Arbeit mit dem Spoolmaster-Tool unter Umständen ersparen, weil manchmal gibt es, wenn man übers Web den Drucker konfiguriert, da eine Maske, wo er das auch zeigt, welche PCL-Codes er verwendet. Oder manchmal kann man einfach den Hersteller fragen, wenn man irgendwie einen guten Support hat zu seinem Drucker, also einen guten Kontakt zu seinem Druckerhändler auch. Diese Möglichkeiten gibt es. Ja, oder wie gesagt, man verwendet das Spoolmaster-Tool, zwei Ladennummern feststellen und mit 4 dann kann ich es festlegen oder wieder hier auf der grafischen Oberfläche. Da schaut es eigentlich in dem Fall sehr ähnlich aus. Also da ist die grafische Oberfläche jetzt dem Greenscreen nicht besonders überlegen. Anders als in der Ablaufsteuerung, wo natürlich das sehr praktisch ist, dass man die ganze Konfiguration auf einem Schirm sieht, wie ich schon öfters erwähnt habe. Gut. Dann haben wir schon mal geschafft, dass unser Drucker etwas zahmer geworden ist. Jetzt hier habe ich noch, mal schauen, ob ich vorher was vergessen habe. Wo kann ich eben überhaupt festlegen? Ja, wir haben gesehen, wenn ich keine angebe, geht der Drucker auf die Default-Lade. Das war offensichtlich die Einserlade mit dem weißen Papier. Dann eben das Bulldatei-Attribut übernehmen, fix in der Ablaufsteuerung festlegen oder im Formular für die ganze Seite oder sogar anhand vom Spooltext. Gut, dann erwähnen wir noch ein paar andere Sonderfunktionen, die es so geben kann und wie man die anspricht. Und zwar ist zum Beispiel, können manche Drucker lochen oder klammern, also heften, sagt man in Österreich, automatisch nach dem Drucken klammern und so weiter. Und das sind keine Standardfunktionen vom PCL5, dafür gibt es keinen PCL-Befehl, um das anzusteuern. Und darum gibt es eben auch nicht die Möglichkeit, dass wir einen einfachen Parameter machen. Wir haben zwar einen Parameter Special Functions, aber der funktioniert halt nur für ein, zwei Modelle, für die wir die Codes halt gewusst haben. Meistens muss man, wenn man solche Dinge machen will, einen sogenannten P&L-Header erstellen. Der schaut dann circa so aus. Den muss man nur einmal vorbereiten und kann dann im Spoolmaster mitschicken. Da zeige ich jetzt vielleicht hier die Ablaufsteuerung auf der. Das ist jetzt eben genau dasselbe, was wir vorher auf der grafischen Oberfläche gesehen haben. Und hier gibt es eben den Parameter ASCII-Header. Da kann man ihm quasi noch einen beliebigen Header mitschicken. Und da könnte ich ihm jetzt diese Befehle quasi geben. Das ist das Beispiel, wo im XRX, heißt wohl Xerox, wo er das Klammern, das Heften also auf einem bestimmten Xerox-Druckermodell irgendwie startet. Andere Sachen, manche haben es auch für die Ladensteuerung in Verwendung oder manche wollen irgendwie die Papiersorte auswählen, dafür kann man es verwenden. Beim Pull Printing haben wir es schon manchmal gebraucht, also diese Steuerung, wenn die Drucke im Drucker gespeichert werden und der User geht dann hin mit einem Key und dann erst läuft das Drucken an. Für manche ist nicht, manche Pull Printing Systeme ist nicht nötig, da reicht es über einen User, der vom Spoolmaster automatisch ans Pool mitgegeben wird. Bei anderen aber war das nötig. Ja. Grundsätzlich kann man eben sagen, alle Spezialfunktionen, die keine speziell 5 Standardbefehle haben, dafür kann man die eben verwenden. Und wo kriege ich die Information, wie die ausschauen soll? Naja, entweder wieder vom Druckerhersteller, vom Support, oder was wir auch schon öfters gemacht haben und ganz gerne machen, wenn man einen PC-Druckertreiber hat, der PCL 5 ausgeben kann, also dann kann ich die Ausdrucke in eine Datei umleiten, dort eben das Klammern zum Beispiel auswählen und dann sehe ich auch, wie das gemacht wird und komme so auch unter Umständen mal auf die Information, wie meine PJL-Header dann aussehen sollten.
Gut, dann bin ich an und für sich schon fast am Ende angekommen. Ich möchte dann noch ein Zitat von einem amerikanischen Comedian mit auf den Weg geben, der meint, dass diese Band namens Rage Against the Machine ganz sicher auf einen Drucker wütend war. Und nochmal erwähnt, wir sorgen mit Spulmaster dafür, dass sie weniger wütend sein müssen und hoffentlich gar nicht mehr. Und dafür gibt es eben alle diese Funktionen, um diese Eigenheiten dieser Geräte auch irgendwie, ich sage mal, ausgleichen zu können. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und würde Sie jetzt bitten, wenn Sie Fragen haben, sich kurz im Chat zu melden, beziehungsweise, ja genau, damit wir vielleicht die Mikros dann aktivieren können. Oder ja, manche haben das Mikro offen, vielleicht, wenn nicht zu viele auf einmal sprechen, müsste das auch gehen. Gut, also, war das einigermaßen verständlich? Hat jemand noch Fragen? Nein, ich hoffe, es funktioniert. Alle können mich noch hören. Ja, gut, na, da kommt was. Wo bekommt man die grafische Oberfläche? Nun, dieses eigene Modul zu erwerben, aber Sie können es jederzeit einfach von der Homepage runterladen und testen. Also, wir haben auf unserer Homepage ja die komplette Spulmaster Software zum Download. Da können Sie sich registrieren. Und können die runterladen, kriegen dann von uns einen Key zum Testen und wenn Sie wollen, ein Angebot. Jawohl, ist kostenpflichtig, das eigenes Modul, aber ist nicht sehr teuer. Also. Okay, scheinbar ist die Homepage oder meine Internetverbindung gerade langsam. Macht nichts. Also, es sei erwähnt, auf der Homepage kann man sich im Download-Bereich anmelden und die eigentlich jederzeit runterladen. Und wir helfen auch natürlich gern bei der Installation und zeigen es ein bisschen her. Für manche Dinge ist es wirklich sehr praktisch. Ich habe es in anderen Webinaren schon gezeigt. Man kann hier Drag and Drop machen. Ja, man kann zum Beispiel auch mit mehreren Systemen arbeiten. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Hier sind wir. Man kann mit mehreren Systemen arbeiten und dann von einem System aufs andere ziehen. Ah, ich habe jetzt nur eins konfiguriert. Na gut, dann. Sei es erwähnt, ich kann die Konfigurationen, Formulare und alles eben auf verschiedene Systeme verteilen. Das ist jetzt speziell, wenn man zum Beispiel Testsystem hat und ausrollen will und solche Dinge, dann ist das auch sehr hilfreich. Okay. Wenn es nichts mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Teilnahme, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenn Ihnen später noch was einfällt, wenn Sie Unterstützung in irgendeiner Form brauchen. Wie Sie wissen, ist immer da jemand vom Roher Support für Sie erreichbar. Und es ist uns auch wichtig, dass Ihnen schnell geholfen wird, dass Fragen schnell beantwortet werden. Ich wünsche noch einen schönen Donnerstag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Webinar dann auch wieder hören. Wiederschauen.